Hallo liebe Pelager, Pelagic-Angler, Großzander- und Großhechtangler im Mittelwasser. Ihr wisst, dass wir von Westin die Ersten zusammen mit Jürgen Larsson waren, die dieses Pelagic-Fishing über die Grenzen Skandinaviens hinweg bekannt gemacht haben. Und einer unserer favorisierten Köder war natürlich der Twinties. Hinter den Kulissen sind wir schon eine Zeit lang mit einem Köder beschäftigt, der natürlich den Twinties in seiner Fängigkeit noch schlagen sollte. Und das ist uns gelungen. Wir haben viel rumexperimentiert mit dem Twinties und großen Flossen, die wir dran geklebt haben, um natürlich eine entsprechende Silhouette zu schaffen. Also wenn der Raubfisch von unten nach oben im Mittelwasser die Silhouette des Beutefisches wahrnimmt, sollte die natürlich so natürlich wie möglich sein. Und wenn dann auch noch die Flossen sich durch leichte Bewegungen der Rute oder auch durch die Drift auch noch bewegen können, hey, das wäre genau das Richtige. Und das haben wir geschafft, nämlich mit unserem Twinties Pelagic, dem wir solche lebensechten Flossen an den Seiten verliehen haben. Schon bei kleinster Bewegung mit der Rute fangen diese Flossen an, sich zu bewegen. Und das Schöne daran ist, die Größe ist genau so gewählt, dass wir festgestellt haben, alles so um 20 cm ist das, was die Fische am häufigsten fressen. Klar, man kann auch größer gehen, auch deutlich kleiner, aber diese Größe hat unterm Strich die meisten guten Fische gebracht. Und wie viele Farben es gibt, welche Modelle, das zeige ich euch jetzt. Den Twinties Pelagic V-Tail gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal als Shad selber, so wie hier, in 6 Farben. Und da werdet ihr auch diese Lieblingsfarbe von euch, nämlich Black Mamba, fürs Nachtfischen wiederfinden. Aber auch Hot Olive oder auch diese leicht durchsichtige, super geile Farbe, die aussieht wie ein kleiner Zander. Aber auch Headlight und einige andere ganz, ganz fängige Farben. Und wer will, der kann natürlich auch gleich auf den Rig and Ready zurückgreifen. Das heißt, hier ist derselbe Twinties Pelagic schon aufgezogen. Und zwar mit einem 70 Gramm Kopf. Also diese ganze Kombination ist dann 100 Gramm schwer, 30 Gramm der Gummi und 70 Gramm der Kopf. Auch hier sehr, sehr große natürliche Augen. Die Farbe des Kopfes ist natürlich gut angepasst an den Körper selbst, sodass es eine Einheit bildet. Hier oben habt ihr eine Öse für den Karabiner. Dort befestigt ein Sprengring, ein Doppelwirbel, noch ein Sprengring und ein großer Drilling, der groß genug ist, wie man hier deutlich erkennen kann, dass beide Spitzen des Drillings von der Seite über die Breite des Gummifisches hinwegschauen. Und wir haben es so gemacht, dass wir hier oben einen Clip eingebaut haben, der den Drilling frei bewegen lässt, aber auch alle drei Spitzen samt Widerhaken zum Greifen hat. Also ihr braucht nicht mehr den Drillingshaken einzustecken, sondern ihr könnt auf diese Weise angeln. Großer Vorteil, ist der Fisch gehakt, zieht er diesen Pin hier raus. Ihr könnt den Fisch prima drillen. Auch hier jede Menge Spiel dank des Doppelwirbels. Und nachdem der Fisch gelandet ist und der Gummi eigentlich so gut wie gar nicht beschädigt ist, kann man oben wieder den Doppelpin hineindrücken. Was ganz witzig ist, durch dieses leichte Spiel, was ihr auch zum Beispiel beim Ärgern macht, wenn ihr dann hochgeht, ein Interessent guckt sich den Köder an. Ein kleines bisschen hört man sogar auch das gegen das Schlagen des Drillings gegen diesen Clip. Und oft ist dieses kleine bisschen extra ein Zusatzreiz, der sehr, sehr fängig ist. So ausgestattet könnt ihr eure nächste Pelagic-Tour garantiert fängig angehen. Für alle von euch, die flexibel unterwegs sind und nach einem entsprechenden Kopf suchen, der Shetties Screw-In-Head, den es in 70 Gramm auch lose gibt, in dieser natürlichen Silberfarbe, den könnt ihr auf alle beliebigen Köder aufschrauben. Ein cooler Tipp ist auch, das mit einem 16er Shetties zu tun. Den am 16er Shetties ganz normal über dem Boden angeboten, in starker Strömung oder auch im tiefen Wasser bis zum Boden absinken lassen, vertikal gefischt oder nachdem er auf dem Boden aufgetroffen ist, zügig eingeleiert, dann wackelt er so durchs Wasser, eine prima Angelegenheit, um gerade große Hechte zu fangen. Oder natürlich seine ganz normalen Twinties oder Twinties Pelagic entsprechend zu pimpen. 70 Gramm, entsprechend schwer und perfekt mit Schraube ausgestattet. Unten natürlich auch noch hier die Öse, um natürlich auch, wenn man möchte, unten auch den Bauchangstdrilling zu befestigen, weil ihr habt ja keine normalen Haken. Entweder unten eine Kette und dann unten den Drilling rein oder oben die Kette unterm Rücken befestigt oder wenn ihr große Köder fischt und die Fische vielleicht ein bisschen picky sind,
oben den Haken, unten noch den Stinger, dann geht ihr absolut auf Nummer sicher. Und nicht nur für Süßwasser geeignet, für all diejenigen im Salzwasser, die damit auf Pollack oder auch auf Heilbutt fischen wollen, in nicht zu tiefem Wasser, ein geiler Kopf, der sich schön durchs Wasser schneidet, zusammen in Kombination auch mit einem 16er oder sogar 18er Schettis, habt ihr hier eine richtig geile Waffe, um Richtung Pollack, Heilbutt und Co. zu fischen.